Ich habe Ihnen in einem vorhergehenden Video diesen Plan hier entfaltet. Das ist der Vorlesungsplan für das erste Semester Informatik Bachelor. Fürs zweite, dritte, vierte Semester sieht das vom Prinzip nicht viel anders aus. Also die orangen Kästchen sind die Zeiten, wo Sie anwesend sind. Die gelben habe ich eingezeichnet für Vor- und Nachbereitungszeiten als absolutes Minimum. Wenn Sie vor allen Dingen als Erstsemester jetzt recht erschrocken sind, wie viel das ist und wenn Sie auch noch die Zeiten sehen, die man da drumherum arbeiten muss, versuchen wir mal gerade wieder so zurückzudenken, das von hinten aufzuzäumen. Wir wollen das hier ziemlich schlank studieren können, das heißt, diese ganzen Zeiten wollten wir frei haben. Wir wollten möglichst wenig neben der Anwesenheit tun. Erster Punkt, warum anwesend sein? Es gibt Studienuntersuchungen dazu, die eine klare Korrelation zeigen, also Zusammenhang zeigen, wer in der Vorlesung sitzt, in der Übung, wer die Veranstaltung besucht, schreibt bessere Noten, deutlich bessere Noten. Warum das so ist, ist nicht völlig geklärt, aber nehmen wir mal an, es hilft schon, Sie gehen dahin, es sollte, ich kann Ihnen jedenfalls nicht empfehlen, dort erstmal nicht hinzugehen. So, wie können wir möglichst viel Zeit einsparen? Angenommen, Sie hätten vor dem Studium gewusst, welche Fächer es gibt und Sie haben nach zum Beispiel dem Abitur Zeit gehabt, einige Wochen oder gar Monate, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten vor sich schlau gemacht, Grundlagen der Informatik, Sie hätten im Web nachgeschaut, was mache ich denn da so in dieser Veranstaltung, Sie hätten sich alte Klausuren runtergeladen, geguckt, welche Materialien ich dann nutze, die Folien, und Sie hätten anfangen können, Grundlagen der Informatik schon zu studieren, bevor das Semester losgeht. Diskrete Mathematik ist auch ein Fach, was sehr klar definierte Inhalte hat. Die Klausur dazu steht relativ gut fest. Es kommen immer wieder ähnliche Sachen. Es ist ein klar definierter Kanon an Material und an Wissen, den man da beherrschen muss, könnte man vormachen. Objektorientierte Programmierung ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber man kann ein Programmierbuch vorlesen, sodass die Inhalte, die man dort präsentiert bekommt, mit denen man sich auseinandersetzen muss, nicht das erste Mal zu einem fließen. Genauso ist es mit anderen Fächern wie Rechnernetze oder hier naturwissenschaftliche Grundlagen. Nehmen wir an, das hätten Sie alles vorgemacht. Wie leicht wäre dann dieses Semester? Was ich Ihnen damit sagen möchte, natürlich nicht vor dem Studienbeginn. Aber wenn Sie das erste Semester fertig haben, machen Sie schon während des ersten Semesters sich klar, wie sieht der Stundenplan aus für das zweite Semester oder wenn Sie ein höheres Semester sind, immer gleich für das Folgesemester und nutzen Sie die vorlesungsfreie Zeit, ein oder zwei Fächer vorzubereiten und organisieren Sie sich schon das Material in dem aktuellen Semester für das Folgesemester, damit Sie alle Informationen beisammen haben. Oder vielleicht sogar schon im Jahr voraus sich klar machen, was gibt es dort an Materialien mit höheren Semestern, anderen Studierenden sprechen, was ist denn da so typisch, was muss ich denn da können? Und wenn Sie diese Strategie machen, die vorlesungsfreie Zeit nutzen, schon Fächer vorzubereiten, dann können Sie sich plötzlich das leisten, was ich Ihnen schon im Video davor sagte, wenn Sie arbeiten gehen müssen und Sie müssen hier so ein, zwei Fächer sind davon berührt, das können Sie dann besser kontrollieren oder besser organisieren, wenn Sie schon sich mit dem Fach auseinandergesetzt haben. Dann ist es nicht so schlimm, wenn Sie mal fehlen müssen oder nur noch die Aufzeichnung von einem Kommilitonen haben. Dann können Sie irgendwo einen Tag rausnehmen, der günstig ist und dort zum Beispiel arbeiten gehen. Aber der Clou daran ist, wenn Sie effizient studieren wollen, die vorlesungsfreie Zeit für das Folgesemester zu nutzen, aufzuarbeiten, vorzubereiten, um sich Freiheiten zu erarbeiten in der normalen Vorlesungszeit. Welche Meinung haben Sie dazu? Machen Sie solche Strategien schon? Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Gerne in den Kommentaren. Ich freue mich. Machen Sie es gut.